Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Währung des 21. Jahrhunderts, das sind bekanntermaßen die Daten. Und Frau Dröge, Sie haben es gerade auch sehr, sehr schön formuliert, als Sie gesagt haben, die Algorithmen als Gold der Unternehmen. Das sehen wir bei Google, Facebook und YouTube. Das sind die Beispiele dafür, welchen Wert datenbasierte Unternehmen mittlerweile erzielt haben. Diese neuen Geschäftsmodelle, die konkurrieren mit unseren traditionellen Branchen. Und dieser Entwicklung tragen wir auch Rechnung und passen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen dem digitalen Zeitalter an. Wir brauchen neue kartellrechtliche Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft. Und das wird hier auch entsprechend eingebracht. Und das ist natürlich auch die Frage zu stellen, wie messen wir die Marktmacht von Internetplattformen? Und das ist, denke ich, viel, viel schwieriger als in der klassischen Wirtschaft. Denn auf solchen Portalen wird für Suchanfragen oder Nachrichten ja kein Preis berechnet. Insofern sind die finanziellen Einnahmen eher gering. Dennoch kann selbst ein kleines Start-up mit wenig Umsatz viel, viel Marktmacht erreichen. Das hat, und das Beispiel ist heute häufig schon gebraucht worden, der Kauf von WhatsApp bewiesen. Facebook zahlte ja sogar 19 Milliarden Euro für ein Unternehmen mit gerade einmal 50 Mitarbeitern. Dieses neue Phänomen von hohem Marktwert bei niedrigen Umsätzen, das müssen wir im Kartellrecht entsprechend aufnehmen und dazu führen neue Regelungen bei der Fusionskontrolle für digitale Geschäftsmodelle haben wir entsprechend eingeführt. Wir geben also bei der Fusion von Internetplattformen Schwellenwerte vor, damit das Bundeskartellamt auch hier Marktmissbrauch nachweisen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege Haider hat es vorhin angesprochen, dass ich im Grunde genommen jetzt einen Sprung machen möchte in ein anderes Segment, das Segment der Milchwirtschaft, weil wir ja auch jetzt hier beim GWB bei dieser Kartellrechtsnovelle zwei Punkte hinzugefügt haben, und zwar einmal das Anzapfverbot und Verkauf unter Einstandspreis. Das haben wir inzwischen in das Gesetz aufgenommen, und das ist in Bezug auf die Milchwirtschaft außerordentlich wichtig. Ich möchte das aber jetzt nicht weiter ausführen, sondern setze mich dafür ein, dass auch noch folgende Punkte berücksichtigt werden. Das Kartellamt hat 2012 die Sektoruntersuchung Milch durchgeführt. Die ist auch heute noch gültig. Dabei wurden Preisabsprachen in der Milchwirtschaft festgestellt. Und so erfolgen die Verhandlungen zwischen den Genossenschaften und dem Lebensmittelhandel viel zu transparent. Der Auszahlungspreis für die Landwirte kommt erst dann zustande, wenn die Genossenschaften, also die Genossenschaftsmolkereien, ihre Produkte an den Handel verkauft haben. Das heißt, ganz am Ende der Wertschöpfungskette. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat nichts mit Wettbewerb zu tun. Das ist vielmehr Preisdumping auf Kosten der Milchbauern, die nicht mehr auskömmlich wirtschaften können. Bereits seit 3 Jahren leidet die deutsche Milchwirtschaft unter diesem enormen Preisverfall. Es sind große Mengen Rohmilch auf dem Markt. Und der Milchauszahlungspreis lag im Sommer diesen Jahres bei lediglich 20 Cent pro Liter. Wir spüren inzwischen eine Erholung. In Europa ist die Milchmenge ja auch um 4% reduziert worden. Und das wirkt sich auch entsprechend aus. Dieses europäische Milchmengenreduzierungsprogramm hat auch entsprechend dazu beigetragen. Und unsere Landwirte haben das auch intensiv genutzt. Und wir erwarten nun einen Preisanstieg auf 30 Cent zum Ende dieses Jahres. Aber um Gewinn zu machen, da muss der Preis noch weiter einsteigen. Er darf nicht bei 30 Cent stehen bleiben, sondern kann gegebenenfalls auch bis 2070 durchaus bei 40 Cent liegen. Und wir sollten diese positive Phase nutzen, um uns mit folgenden Fragen zu beschäftigen. Erstens, kann die 100-prozentige Andienungspflicht der Landwirte an die Molkereien wegfallen? Zweitens, können die Vertragslaufzeiten zwischen Milchbauern und Genossenschaften weitaus flexibler ausgestaltet werden? Und vor allem auch, kann der Milchauszahlungspreis insgesamt anders gestaltet werden? Und da gibt es auch Antworten, und die werden auch klar in meinem Wahlkreis von den Landwirten selber gegeben. Denn sie wollen eins, und das ist ganz wichtig, sie wollen die Verträge im Vorfeld abschließen und nicht das Restgeld am Ende der Wertschöpfungskette erhalten. Das Bundeskartellamt hat im April dieses Jahres eine Überprüfung der Lieferbedingungen und der Preisbildung in Norddeutschland veranlasst. Die Auswertung läuft noch an, und ich erwarte vom Kartellamtschef Mund, dass er hierzu uns auch Empfehlungen gibt. Denn wir haben mit unserem Koalitionspartner SPD vereinbart, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung als Entschließungsantrag in die letzte Novelle
in die letzte Lesung der Novelle entsprechend eingebracht werden. Und wir haben auch gerade schon das Thema Ministererlaubnis formuliert. Hier hat ja der Herr Minister Gabriel davon gesprochen, im Fusionsverfahren Engelmann-Tengelmann, dass der Schutz von 16.000 Arbeitsplätzen ja dem Gemeinwohl dient. Dieses Argument kann ich als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sehr wohl sozialpolitisch nachvollziehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels kartellrechtlich betrachtet zu groß geworden ist und nicht weiter konzentriert werden darf. Diese Entscheidung damals war zu einem falschen Zeitpunkt und hat ein falsches Signal im Markt ausgelöst und im Grunde genommen die Preisspirale nach unten befördert. Die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels gefährdet auch die 85.000 Betriebe in der Milchwirtschaft und deren Fachkräfte. Von ihnen steht ein Drittel wegen des Dumpings beim Milchpreis betriebswirtschaftlich auf der Kippe. Und die Milchproduzenten stehen ja am Anfang der Wertschöpfungskette, wie ich ausgeführt habe, und dürfen das ganze Marktrisiko alleine tragen. Das, meine Damen und Herren, das ist mit uns als Union nicht zu machen. Hier müssen Veränderungen herbeigeführt werden. Und ich sage auch, wir haben Veränderungen nicht nur bei der Milchwirtschaft, sondern auch für alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe herbeigezirkelt. Da haben wir den Pakt für Landwirtschaft ausgelobt, das EU-Hilfspaket mit 58 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt verdoppelt, steuerliche Verbesserungen ergänzt und die Zuschüsse zu Unfallversicherungen erhöht. Damit stärken wir die mittelständischen Familienbetriebe, gerade in den ländlichen Regionen. Denn Einsatz gilt, einen ländlichen Raum ohne Landwirte, den gibt es nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.